Hallihallo, ja, wir sind schon wieder da auf der Insel. Wir sind noch dabei, zwei Inseln zu looten, damit wir den Mega-Loot kriegen, also oder dass wir dann den Mega-Loot haben. Und ich kann das natürlich nicht alleine, ich würde immer noch irgendwie versuchen, die erste Insel zu finden, deswegen habe ich den Robin noch dabei. Hallihallöchen. Und er wird uns führen. Was schießt hier schon wieder auf uns? Die Insel. Warum? Da ist ein Skelett an einer Kanone. Okay, kann Langt ich nicht das? Kann ich wechseln? Ja, aber ich könnte da immer wieder neu spawnen. Ist mir doch egal. Kannst du auch geht einfach jetzt auf die Insel gehen und die dann da wegschlätzen. Eieieiei. Ich guck erstmal, ob ich wieder flicken darf, ne? Glaube nicht, das war nur der Anker mit Vollsegel. Okay, so. Du gräbst wieder aus und ich sammle ein, korrekt? Oh Gott, das wird hier ein bisschen schwerer. Weil? Ich muss mich auch zu suchen, weil das eine Rieseninsel ist. Ach, du machst das schon. Was überhaupt? Ah ne, warte, das ist nicht Schachbeck Cove. Das ist... Welche Insel ist denn das dann? Nicht die, die aussieht wie ein Kreis. Die aussieht wie... Oh nee, warte mal. Die nicht aussieht... Also nicht die mit den ganz vielen kleineren Inseln als Kreisform, sondern die andere. Ja genau, die andere mit dem Flaggensymbol. Ich Idiot. Entschuldigung. Ich versuche immer mit linker Maustaste zu bestätigen und schieß dann. Okay, ich habe keine Ahnung, genau, was sind. Wo sind wir? Warte, ja. Hier haben wir das Teil. Kann das sein, dass wir exakt... an dem rechten Schnipsel sind, also rechts vor diesem großen Stein? Nee, wir sind ganz links. Warum? Ja, guck doch mal hier die Insel. Da ist doch so eine separate... warte mal kurz. Guck mal hier gerade aus. Ja, ist ein Skelettschiff, die gehen nicht alles. An die Insel. Okay, alles klar. Zumindest sollten sie nicht. So, okay, was? Ja, guck doch mal hier ist doch noch so ein separater abgeschnittener Teil. Ach, da ist noch eine kleine Insel. Ach ja, wir sind auf der Seite. Ach, guck mal einer an. Das ich würde, heißt? Ich würde ja sagen, ich mache die jetzt auf der rechten Seite, du auf der linken Seite, aber ich würde die nie finden. Das ist mein Problem. Nicht gerade auf welcher Seite wir jetzt das sind von dem Schnipsel. Oh nee. Jetzt spawnt schon wieder Leute. Ja, die machen wir. Oh? Die machen wir weg. Der nervt trotzdem. Warte mal. Okay. Also die Bedienung ist manchmal, naja. Ah ne, okay. Also wir sind jetzt direkt. Nee, hier. Hier nicht. Dann. Oder? Nee, wir sind da drüben. Aber ich guck mal, ob ich die andere Dings finde. Wahrscheinlich hast du die ganzen anderen Kisten eingesammelt und ich suche immer noch die einen. So, wir sind jetzt hier. Das heißt, wir müssen jetzt hier, da sind die Steine. Und es müsste eigentlich ziemlich dahinter sein. Dann haben wir das doch eigentlich schon fast. Wir sind doch eigentlich schon, also quasi fast da. Ich bin so gespannt. Ich würde ja lachen, wenn es einmal das erste Mal der erste Spatenstich wäre. Jetzt aber nicht da oben drauf. Das ist hier. Da ist nee. Aber auch kein Pfad. Doch, das ist der Pfad. Finde ich das denn jetzt nicht? Das heißt, es muss hier sein. Doch, ich bin dumm. Zwischen dem? Ja, ich bin auch gerade am Rätseln, warte mal. Das heißt, es muss doch eigentlich dann hier sein. Du hast den Goldbeutel aufgehoben, Glückwunsch. Ja, hier waren Geister kurz. Ich möchte echt nichts sagen, ne? Also ich möchte auch null angeben, aber mein erster Spatenstich hat den Schatz hervorgetragen. Echt? Nice. Also ich bin schockiert und fasziniert von mir selbst. Zugleich. Ich verstehe das nicht, wo der Teil hier sein soll. So, warte mal, ich renne erstmal zum Schiff und dann helfe ich dir. Ich bin ja jetzt Profi. Gott. Ich bin einfach nur komplett dumm gerade. Ah ne, ich hab's. Ich hab nicht weit genug vor dir gegraben. Alles easy. Warum haben wir jetzt 2500 gekriegt? Weil du eine Truhe irgendwo mit hast.
keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Hast du was aufgesammelt? Ja, ich hab die Kiste noch in der Hand. Ach so. Ja, dann keine Ahnung. Skelette bezwungen, Lochbuch. Ach Gott, ey, du bist hier. Hallo? Ich häng. Hallo? Ich häng fest. Sag mal, ist diese Fliege, die ich da die ganze Zeit höre, die ist ja gar nicht im Spiel, die ist bei mir. Ist wohl die Akrofliege unterwegs. Sicher? Ich glaube. Ich hab gerade auch eine Fliege gehört. Okay, dann ist es doch im Spiel. Ey, weißt du, die Session, die Stream-Session ist schon lang, glaube ich. Ja, ein bisschen. Langsam. Ich weiß, wo ich hin muss. Ach, Moment. Was muss ich unbedingt mit der Harpune machen? Harpune mal. Ich sammle schon mal ein, ne? Ja. Ach, wir haben so beide Seiten. Okay. So, mein Freund. Ach, ich treffe. Ich hab's geschafft. Erster Versuch. Sehr schön. Langsam habe ich's drauf. Ich bin quasi Sniper und Harponierer. Warte mal, da lang. Bloß zu dämlich Kisten hinzustellen. Was ist der Fels? Ich muss da rüber, Alter, ist die Insel groß. Ich schau gerade mal, da hinten ist ein Schiff. Ich bin mal, aber ich. Hier, kennst du denn, ob das jetzt ein Skelettschiff ist oder? Wenn du mit dem Fernglas hinschaust, ja, dann leuchtet da ja was, ne? Ja. Das sind so Laternen. Wenn die jetzt alle gelb oder so orangelich wären, okay? Dann wären das normale Spieler, so wie du und ich. Wenn die allerdings auch so ein bisschen bläulich und grünlich sind, dann sind das Skelettschiffe. Alles klar, dann sind wir hier Skelettschiff. Oh. Ich schau noch mal so ringsrum, ob da nicht irgendwo ein Segel auftaucht. Jo. Ich muss zugeben, ich habe da ein bisschen Pammel jetzt davor, dass wir, kann ich absolut nachvollziehen. Mit nichts rausgehen. Also, wir haben ja schon mal abgegeben, aber... Was bist du? Hier oder was? Das ist halt echt auf der Insel, diese Fliege, ne? Das ist ja der Hammer. Oh, nö. Okay, ich schaue jetzt auch wieder auf die Karte. Natürlich, ich mache die Karte auf, dann kommen Gegner. Ach nö, und direkt hinter mir. Geh doch weg. Oh Gott, zwei. Ja, block doch. Ja, block doch. Mach doch mal. Na, blockst du noch mal? Wie ist das mit Blocken? Hä? So, warte, ich versuche. Bist du tot? Nee, nee. Weil dieses Symbol da bei dir ist? Ich weiß auch nicht warum. Alter. Okay, die Truhe ist tief drin. Bist du irgendwo oben oder unten? Ich bin oben. Aber ich häng schon wieder fest. Was ist das? Ach, das ist nicht. Das ist doch was, oder? Ach komm, du blödes Geistig. Mach mich mal zufrieden. Nee, das macht nichts. Ach ja, noch mit Schusswaffen. Das macht man nicht. Ich brauche mal was zu essen. Oh, da ist eine Kiste. Ah, die hab ich halt. So. Nee. Hab ich von einer anderen Kiste gesprochen. Wo bist du denn? Bist du irgendwo hochgelaufen? Ja. Dann wirst du da. Ich mir gerade schon die Kisten aus. Ja, ich versuche zu dir zu kommen, damit ich die Kisten hier schon mal schnapp. Jo. Aber wie du schon sagst, die Insel ist groß. Ah, das ist eine der größeren, jupp. Das ist korrekt. Jetzt sehe ich dich gar nicht mehr auf der Karte. Oh Gott, da oben. Wie kommst du denn da? Wie komm ich denn da hin? Auf der rechten Seite bin ich lang. Wenn du auf die Map guckst. Da geht's nochmal hoch. So von oben rechts. Du, das mit der Map, das habe ich aufgegeben. Ich laufe nur noch nach Instinkt. Und das ist eine Fässer. Bretter. Also hier stehen schon mal zwei Kisten. Ja, einfach. Ah, nee, ja. Einfach am Rand entlang laufen, da ist so ein Weg. So, wo ist die letzte? Ja, warte. Ich, hab hier gerade fantastischen Loot. Glaubst du, würdest es mir nie glauben, wenn ich das jetzt erzählen würde? Boah, ich würde mir vorschlagen. Okay, die Kokosnuss bringt ganz schön Energie. Und Banane, ne, gibt's auch.
Okay, du hast alle drei gefunden, ich merke schon. Jo. Dann mache ich mich jetzt auch mal auf den Weg. Name? Da. Oh, komm, wie komme ich denn jetzt auf die Seite? Ich bin ja auf der Komplett. Ach, da, okay. Doch kein Ab. What? Was machst du da hinten? Ja, ich habe die letzte Kiste ausgegraben. Okay, jetzt musst du mir noch. Okay, da sehe ich es funkeln, alles klar. Du hast ja schon auf einen Haufen gestellt. Exakt. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wo ist denn das Schifferl? Ja, hier lang. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist nicht der Weg. Er wird sich mit der Kiste verlaufen, dann ist die weg. Und er auch für immer. Ich bin direkt hinter dir. Laber mich nicht zu. Ich finde die anderen nie wieder. Das weiß ich. Da renn ich dann schnell hin. Ja, das, was anderes wird ja auch nicht übrig bleiben. Alter Schwede. Okay, da ist das Schiff. Ich stelle die Kiste schnell hier ab und hol schon mal die andere. Nee, lass mich so schnell holen, bitte. Ich finde die schon. Ich habe mir den Weg gemerkt. An dem Grab vorbei, dann an dem Gestell, an der alten Kanone, am Skelett vorbei, der mir wieder zuwinkt und dann ist doch die Kiste schon in der Nähe. Ja. Okay. Und dann ist die Kiste eigentlich gleich in der Nähe. Hör mal auf, dahin zu laufen. Da ist die alte Kanone. Ich hab die Kiste gefunden. Warum bist du schon wieder da? Außerdem wollte ich eh anders Fass. Komm, ich halte den Rücken frei, so. Skelett ist tot. Ich habe ja schon öfter von Kartoffelbatterien gehört, aber noch nie von dem Kartoffelkompass. Was? Also, ich muss jetzt sagen, den musst du doch gerade benutzen, oder? Also, ich muss ja echt sagen, ich tue mir normalerweise nicht so schwer, auch im realen Leben mit Orientierung und alles, aber das Spiel ist irgendwie sehr strange. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Ich tue mir da echt schwer. Gewöhnungssache. Komplette Gewöhnungssache. Ja, aber ich kenn, also, ist echt, ich tue mir da, also, keine Ahnung. Das ist wirklich komplett einfach nur. Ich denk teilweise, ich bin an Stellen, guck auf die Kante, denk mir, ja, das ist sie, und dann kommst du um der Ecke und sagst, nee, wir sind noch ganz woanders. Ja, das ist so, man braucht diesen einen Orientierungspunkt und danach funktioniert alles. So, so. So, Harpune mal. Na, jetzt. Ah, oh, so, okay. Okay, du nimmst sie gleich ab. Oh, haben wir gerade richtig viel geilen Scheiß dabei. Gut, zwei Treffer. Also, ich kann zwar keine Kiste finden, aber mit der Harpune die zu harponieren, das geht sofort. Oh. Sturm kommt auf uns zu. Oh nein. Wo musst du Wasser schippen? Haben wir irgendwo einen Lack? Nee, Sturm. Da müssen wir auch Wasser schippen? Ja, also da regnet halt ab und zu ein bisschen was rein. Was für ein Käse. Was war das beim Sturm? So, du hast die Wahl. Erst Außenpost oder erst Sharkbait Cove? Das ist eine sehr gute Frage, also... Ich wäre für Außenposten. Ach, hat einer doch Schiss. Nee, aber der ist halt dumm auf die Karte hier. Weißt du, ich mach hier erstmal klar Schiff. Kann man nicht schiffen, ne? Was ist denn jetzt? Oh. Die Welt ist im Wandel, es lauern neue Gefahren, während wir tückische See befahren. Der Kurs der Sterne nachgestellt, blüht den Schiffe eine neue Welt? Ja, das bedeutet, es sind neue Leute auf dem Server. Okay, wir fahren jetzt zum Außenposten. Ja, die können das spawnen. Aber wir fahren zum Außenposten. Nordwest. Ey, sag mal, hört es auch mal auf mit dem Sturm? Durch den Sturm. Durch den Monsun. Oder wie? Ja, kenn ich ihn nicht. Ja, ich hab das Gefühl, ich werde die komplette Folge nur noch schippen hier, oder? Nee. Du wirst auch noch schon Löcher stopfen, denn der. Ja, genau. Aua. Ja.
Dir ist schon klar, dass du mir auch jedes Mal ein Stück rausreißt, ne? Ja. Wenn du das Schiff demolierst. Das wird jetzt richtig lustig. Ja. Ich muss erstmal das Schiff blicken. Da ist auch noch ein Loch. Ja, auch noch? Ne? Na, wo haben wir jetzt ein Loch demoliert? Ihr habt so einen Eindruck? Irgendwo ist noch ein Löchlein. Aber es sieht doch... Nee, doch nicht. Okay. Ah, jetzt dreht der Kopf was durch. Alter, was ist denn hier los? Mit Sturm. Mir wird schlecht. Ja. Mal ohne Schmann. Also ich werde ja auch im wirklichen Leben seekrank. Alles ist ja übel. Ich würde ja jetzt, also, wenn das nur ansatzweise real wäre, würde ich dir alles voll kotzen, was geht. So, das kann sehr gut sein. Voll lustig ist, wenn du jetzt mal auf Deck kommst. Ey, ich raff ja gar nicht mehr aus der Tür rauszulaufen. Wo bin ich denn hier? Alter. Hier ist... Ich bin der König der Welt! Kannst du unten auf den Kartentisch bitte schauen? Was? Okay. Schau mal bitte unten auf den Kartentisch. Ich will wissen, ob ich irgendwie in die Richtung fahre. Nach links, nach links, nach links. Stark nach links. Komplett nach links, was geht. Ah, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich schipper mal weiter. Alter! Ja. Was hast du jetzt angedönst? Nix, das ist der Sturm. Der Sturm. Ja, wirklich. Das ist der Wellenbruch. Mann, du mir ein Loch. Ich bin hier nur am Reparieren. Oh, ey, wie soll denn da einer alleine so ein großes Schiff fahren? Das ist doch krank. Das geht schon. Aber das Lustige ist, durch den Sturm, der bewegt auch richtig stark das Ruder. Das heißt, es kann einfach sein, dass du im Sturm die ganze Zeit im Kreis fährst. Wenn du dich gegenlenkst und das zu fixst. Ey, ich bin hier nur am Wasserschippen, ne? Ja. Na, wir sind gleich am Außenposten. Juhu, jetzt musst du nur noch Ausschau halten, ob gerade zufällig irgendwelche Leute da sind. Das sehe ich von hier leider nicht. Schalalalalala, da ist überall Wasser da. Das sieht bisher noch gut aus. Ja. Ich schippe, als ob es kein Morgen gibt. Sag mal. Was ist denn da noch drin? Wir müssen schon längst untergehen. Alter! Ich hab mal geparkt. Echt jetzt? Ja. Ich hab das noch was geflickt. Ja, wir sind übrigens da. Ja, das hab ich mitbekommen durch den riesen Knall. Ich muss hier erstmal das Schiff flicken hier. Und erstmal wieder shippen. Ich verkauf schon mal, ne? Ja. Ach, wir sind leer, oder was? Das war's? Okay. Ich kann auch verkaufen. Sehr schön. So, wir brauchen jetzt wieder den Goldmann. Jupp. Dab, da, 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 da. Goldsammler-Anzug. Level 27. Kannst aber doch echt froh sein. Wieso? Wir haben noch keine heulende Truhe oder explosive Truhe. Große Fragezeichen über deinem Kopf. Ich habe kein anderes großes Fragezeichen, das sehe ich jetzt erst. Ich habe Botschafterwert 222.000, was ist das? Ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich dachte erst, es ist meine Kohle, aber die Kohle ist nicht identisch. Oh Gott, es dauert ja Stunden, bis wir die Kisten abgeladen haben. Ach. Ich will mich nicht beschweren, ich meine, wir gehen da mit dem Sattelfluss raus. Du stellst dich da an. Du hättest natürlich ein bisschen besser parken können, aber gut. Ich war perfekt geparkt und da hat sich das Spiel gedacht, ja nee, du bist so nah an der Insel, also schieben wir dich mal automatisch weg, obwohl du gar nicht mehr bist. Ach, dann hat sich das Spiel gedreht quasi. Ja, nee, nicht das Spiel. Das Schiff ist ein Stück weiter gefahren, obwohl der Anker draußen war. So.
wenn du zu weit auf einer Insel bist, dann wirst du automatisch ein Stückchen weggedrückt. Okay. Da kommt übrigens ein Schiff. Verkauf mal schneller. Ja, verkauf mal schneller! Ja, aber die können doch jetzt nicht anfangen, uns zu plündern. Doch, doch, können sie. Wie aufs Maul? Das werden die auch gerade safe gleich machen. Oh, das, die haben auch eine Totenkopfflagge oben. 100% auf Krawall aus. Ja, wir haben jetzt meiste schon abgegeben, ne? Großteil, ja. Und nee, sie fahren weiter. Ja, da wird aber sicher. Der eine also, zielt raus. Sicher, dass einer nicht irgendwie schon abgesprungen ist? Ja, aber dann würden sie doch nicht weiterfahren, oder? Ich weiß es nicht. Würden sie doch den Anker werfen? Glaube nicht. Kann doch sein, dass sie jetzt um die Insel rumfahren, einer schon draußen ist. Jetzt mit ja, uns mal unser Zeugs abgibt. Ja gut, das sollen sie ja machen. Bis dahin haben wir alles abgegeben. Ja gut. Ja, Schaffenarbeit haben wir auch noch nicht ganz verstanden. Alles bringt doch gut Kohle, ey. Ja, ne? Da kann ich wieder nach Klamotten gucken und nach Skins. Ja, wie viel hast du jetzt mittlerweile? 200 und 6000. 209.000. Oh. Ich sag ja, also es ist, was ist denn eigentlich mit dieser Seitenkiste? Wo müssen die hin? Vorne bei der Drecksfraktion. Oh, auf dem Steg. Okay, ich hoffe, das sind zwei, ne? Ja. Du kannst es nur bei einer verkaufen. Achso, okay. Dann gehe ich mal zum Steg. Da kommt noch so ein Schiff. Ist aber ein großes. Mit da, verschiedenen wenn, Lichtern, oder? Wenn du Richtung Steg... Weiß ich nicht, ob das jetzt verschiedene Lichter sind. Wenn du mal Richtung Steg guckst. Ja gut, wir haben jetzt eigentlich alles verkauft, also sollen sie ruhig kommen. Ah ja, hat auch nochmal gut Kohle gegeben. Ja, das ist ein Skelettschiff. Achso, das ist jetzt wieder ein Skelettschiff. Also jo. Dann zwei dann quasi. Jo, das ist so eine okay. Licht dann. Ich verstehe. Okay, dann machen wir jetzt, ach, jetzt kommt erst die Meldung. Ja, es leckt aber zu finden daher. Das heißt, dann steuern wir jetzt mal die letzte Insel an. Exakt. Dieses Handelsbund-Ansehen, bleibt das eigentlich für immer oder ist es auch? Okay. Das ist im Prinzip, Handelsbund-Ansehen ist das, was du bei dem Seelenbund auch hast oder jetzt hier, was wir gerade machen beim Goldsammler. Alles klar. Jo. Oh, Moment mal. Ja. Was ist los? Ich habe vorhin in der anderen Session, also in der vorherigen Folgen, hatte ich doch so ganz viele von diesen komischen Kugeln da gefunden, ne? Die habe ich alle eingelagert. Die sind jetzt aber alle weg. Das sind doch zwei drin. Die habe ich gerade wieder rein, aber das waren noch ganz viel mehr. Schau mal in das Fass unten drunter. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ach, krasser Scheiß. Das sind zwei verschiedene Fässer. Yep. Das muss mir auch mal einer erzählen. Ich habe vorhin einen Großteil von dem Zeug, was wir hatten, aber muss ich auch sagen, jetzt obere reingeräumt. Also doch, mich hat sie schon gewundert. Da sind nämlich die anderen Sprengkugeln. Ich dachte mir, wir haben doch jede Menge, auf einmal war keine mehr da. Ja. Das muss ich bei den Kugeln. Was? Nichts. Ach können ja, einfach, das glaubt was du. Können wir einfach fahren, bitte? Bei den Kugeln steht auch dabei, was die so für Effekte haben. Also, ich helfe dir mal kurz. Damit wir mal vorankommen. Die letzten zwei Umdrehungen. Das ist nicht gütig. Das asoziale Schiff. Guck dir jetzt an, wie es auf uns hier wartet. Welches? Skelettschiff links neben uns. Ja, aber wir müssen doch da jetzt gar nicht hinlangen, oder? Oder? Doch! Wir müssen jetzt an zwei Skelettschiffen vorbei, ne? Das kann ja heiter werden. Nee, das eine ist zu weit weg.
Also ich meine, wir sind gut aufmunitioniert, so ist es nicht. Wir können hier die Schlacht unseres Lebens hinlegen. Ja, aber ich würde tatsächlich, haben wir... Die Ankerkugel ist so genial. Wenn du damit ein gegnerisches Schiff triffst, ankerst du die einfach auf Distance. Aber der Anker löst sich automatisch aus. Ach, okay. Die ist halt echt heftig. Das ist natürlich cool. Ja. Die Segelkugel. Ja gut, steht alles erklärt, was die macht. Ja, genau. Rockkugel. die ist geil. Munition, die Kanone eines gegnerischen Schiffes außer Gefecht setzt. Okay. Ballastkugel sorgt dafür, dass ein Schiff für kurze Zeit tiefer im Wasser liegt. Damit nicht geflickte Löcher besonders gefährlich sind. Ah, ich verstehe. Die Frogkugel ist auch echt übel. Ja, stimmt. Wir müssten eigentlich schon wieder gleich da sein, ne? Ja, das ist direkt vor uns. Ja, dann machen wir das noch und dann bereiten wir uns mal aufs Finale vor. Oh nein, das ist die große Insel. Das sind wahrscheinlich Milliarden an Kisten. Da ist ziemlich viel Wasser zwischendrin. Könntest du westlich anlegen? West, also auf der anderen Seite, okay, ja. Ja. Weil da sind die meisten Kisten. Das sind schon allein 3 Stück auf dieser Halbinsel. Oder Inselstück. Dann halte ich da an. Wo bist du jetzt? Westen, ja genau. War der jetzt schon anhalten? Nee, ne? Nee, noch ein Stück nach Westen. Ein kleines Stück. Wir sind nicht jetzt, müsste dann so eine kleine Auswölbung kommen. Und da können wir den Anker setzen. Okay. Noch ein Stückchen. Du hast gesetzt, ich lese die Karte richtig. Da bin ich mir natürlich wiederum nicht sicher. Da vorne ist die Auswölbung, die du, glaube ich, meinst, oder? Ja, aber es sieht schon alles so komplett anders aus. Ja, du bist doch kein Vogel. Ach, scheiße, warte mal, ich glaube, es ist falsch. Hä, warum geht denn das da rein? Wir sind falsch, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ach, da ist eine Brücke. Die Brücke steht aber nirgendwo. Hä? Ich raff nicht, wo wir sind. Ich raff schon wieder. Ich hasse, also ganz ehrlich, ich bin zu dumm für diese Karte. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ist doch richtig. Dann zeig mir mal bitte auf der Karte, wo wir sind. Beschreib mir das mal jetzt. Warte, ich flieg erst unten unser Loch. Aber wir sind schon wieder voll. Ja, ich war ein bisschen zu nah am Strand. Unfassbar. Ich bin lange nicht mehr Schiff gefahren, alles gut. Ja. Kannst doch irgendwo. Wenn ich mich nicht irre, warte, finden wir gleich heraus. Warte, ich guck kurz auf die Map. Ja, genau. Und zwar, wenn du jetzt auf die Map guckst, okay? Ach doch, dann sind wir ja richtig. Das passt ja dann. Oh, war ich doch nicht so doof. Das Ort ist die Brücke. Ah, okay. Wie gesagt, ich tue mir da echt schwer. Ich weiß nicht warum. Also alleine würde ich dann schon längst aufgegeben haben und gesagt, nee, hab keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. So, dann müsste es ja... hier irgendwo schon sein. Wir sind eigentlich direkt davor. Ich müsste es hier irgendwo sein. Ach Leute, ich buddel hier gerade vor mich hin und dann kommt ihr wieder. Alles gut. Wenn wir eh schon dabei sind, dann sammeln wir ja alles ein. Okay, hier ist fetter Loot in den Fässern.
Das ist gar nicht mal so unschlecht. Hier könnte man nochmal naschen. Okay, ich raff's doch wieder nicht. Ich dachte, das wäre hier. Einen habe ich. Hier ist es dann. Da müsste, hier müsste es sein irgendwo. Ich drück dir die Daumen. Ey. Ich hab, also ganz ehrlich. Ja, erstmal voll in die Luft geschaufelt. Ey, erster Treffer. Klappt nicht. Nein, was macht ihr denn jetzt alle hier? Ihr seid gar nicht eingeladen. Geht weg. Eieieiei. So, einmal die Kiste heben. Hä? Ich kann dumm. Okay. Sehr schön. Also, ich habe auch eine. Dann gucken wir mal, wo die anderen sind. Ja, du sollst nicht buddeln, du sollst gucken. Da ist so eine. Okay. Welche suchst du jetzt? Ich brauche gerade einmal. Okay, du. Okay. Dann schaue ich, dass ich die hier nehme. Hm. Wieder am Strand. Ist das Eckchen hier gemeint? Könnte sein. Also hier ist es schon mal nicht. Hier ist es schon mal nicht. Hier ist es auch nicht. Gut, das war wohl die falsche Ecke. Ich dachte aber, ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Überhaupt. Ne, du bist zu kurz gelaufen. Ich bin zu kurz gelaufen, ich muss noch weiter laufen. Hm. Ah, wo ich bin. Zumindest, weil ich mich jetzt komplett irre. Ja. Ja. Oh. Die Rettung naht! Der hatte keinen Bock, der hatte auch keinen Bock, sich zu bewegen. Okay, dann schleppe ich die schon mal. Du willst schon zum Schiff. Okay. Ja, ja. Sag mal, du blöder Papagei, was willst du jetzt von meiner... Ganz ehrlich, hau doch mal ab jetzt hier. Lass mal hier mal schön Kim Jong-Quack in Ruhe. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gegen den. Der ist doch voll niedlich. Ja, ist er ja auch, aber der steht mir immer im Weg. Oh ja, hier liegt aber eine Truhe rum. Stell sie mal zum Strand, dann laufe ich dem Strand lang. Jojo. Von innen oder von außen? Hä? Wie von innen oder von außen? Am inneren Strand oder am äußeren? Äußeren. Okay. Dann holen wir gleich noch die nächste Kiste. Schiff ist... nichts unterwegs. Denke ich mal. Ich denke, so lange werden wir nicht mehr brauchen, ne? Weil ich müsste sonst eine Folgenpause machen, aber das machen wir jetzt noch schnell. Jo. Und dann ist gut. Da steht halt wirklich dieser Papagei schon wieder rum. Der macht das extra, oder? Der macht das wirklich extra. Der steht halt einfach bei den Leuten rum. Aber ja, aber das soll doch bei dir rumhängen. Ich hab da nichts dagegen. Ich besorg mir den Schloss und so. Nein, Quatsch. Nee. Wie ist Wer weiß, das vielleicht packe ich ja das Spiel danach nie wieder an. Haben wir alle Kisten schon?
Ja, ich habe gerade die letzte angebuddelt und mache gerade die Leiter weg. Okay, so, dann sammel ich, glaube ich, da hinten war noch eine Kiste gelegen. Ich habe auch am Strand vor dem Schiff relativ viele Kisten noch hingestellt. Ja, ich weiß, habe schon gesehen. Dann schnappe ich mir jetzt, ach nee, das ist gar keine Kiste. Guck mal eine an. Okay, dann fange ich schon mal das Einladen an. Und du solltest vielleicht außen den Strand meiden, weil das sind Viecher. Keine Skelette, sondern wieder diese komischen Krabbenviecher da. Da laufe ich aber durch, die können nix. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber der eine hängt hier irgendwie an einem Stein fest. Ah, da ist einer. So. Welche Truhe fehlt jetzt noch? Also ich meine, hast du jetzt noch irgendwo eine stehen gehabt, oder? Nee, also ich habe jetzt alles soweit, denke ich, eingesammelt. Okay, gut. Ich schleppe die jetzt unter Deck. Jo. So. Ach nee, das ist die Kanone, Moment. Okay. Die nächste Kiste. Und die nächste Kiste. Was? Was soll das denn passieren? Du wirst gerade beschossen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Er trifft dich. Oh. Er trifft dich. Schieß auf. Was soll ich mal auf deine schießen? Ja, ich hab grad irgendwie einen Front vom Hals. Ja, das passiert. Okay, pass auf. Sehr schön. Cool. Wenn ich sie dir hochhalte mit rechter Maustaste, dann kannst du es auch einfach wegharpunieren. Ah, ja. Aber sagst du nichts, oder? Gegen meine Harpunenschießkünste hier. Gut, wie weit sollen die noch an dir dran stehen? Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Kommen Sie an Deck. Wir haben, wir fahren. Jo. Schön raus. Und erledigt. Ey, was knurrt denn da rum? Oh, den will ich irgendwie. Den will ich nicht mehr haben. Schade. Wie machen wir das Sniper? Wenn der mal aufhört, so nah zu kommen. Ah, 4 Schüsse braucht der. Der braucht nur einen. Da ist er gefliehen. Oh, hinter uns fängt einer an hier aufzumucken. Ein Schuss. Wir haben jetzt, ach, jetzt gedroppt. Ach, jetzt kriegt er. Ach, da kommt er wieder oder was? Hä? Wo ist der? Oh, keine Ahnung. Da hinter mir! Oh. Okay, du hast gerade die Sicht verdingst. Und da liegt er. Also ich bisher habe ich nur gemerkt, dass die Großen was droppen, wenn überhaupt. Ja, die Großen droppen die Roten. Allerdings glaube ich, dass die Blauen auf jeden Fall noch blaue Sachen droppen können. Okay. Aber irgendwie heute auch nicht so wirklich. Ja, irgendwann ist halt auch mal gut mit unserer Glückssträhne, ne? Ich meine, man muss ja sagen, ja, wir hatten jetzt nicht so die Gefechte in der Stream-Session. Das ja, aber unser, das war echt unser Glück. Ach nee, Quatsch, wir waren so rum. Also wir könnten auch eine große Schlacht beginnen. Ich glaube, Munition haben wir jetzt echt genug. Aber nein. Oh. Nein. Jetzt nicht. Jetzt geben wir ganz brav. Jetzt geben wir ganz brav ab und dann haben wir doch einen erfolgreichen Schiffstour hinter uns. Genau. Hi ho. Hast du vergessen?
trau dir nicht. Ach so, du standest da wieder an risky Spot. Ja, ja, ich hab da echt immer Schiss vor. Wovor habe ich noch nicht verstanden? Ja, ja. Oh, du Sack. Oh, jetzt hast du, als ob du das jetzt heute doch nochmal geschafft hast. Oh Gott, ja, segel bitte nicht gegen den Stein. Wo das geht? Ich hab dich vom Ruder geholt. Ah, wie schön. Gott, wo müssen wir denn hin? Links oder rechts? Rechts. Am Ende des, am Ende der Aufnahme schafft das doch noch, ey. Das ist unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass du vom Ruder wegfliegst. Ich dachte einfach nur, ja gut, dann bist du halt getroffen. Macht's bing bumm, aber dass du da durch die Gegend fliegst. Oh Gott, da schießt er mich natürlich komplett weg. Komplett nach rechts. Komplett nach Osten. Jetzt. Great Osten. Ah, schön, schön. Ja. Ich hab keine Ahnung, wohin ich gerade fahre. Osten! Osten! East! Ach so! Nach East! Moment, ich dreh mal. Also, so. Oh Mann. Ah, Chapeau. Ja. War nicht schlecht. Warte mal, jetzt müssen wir wieder. Kannst du mal lenken? Ich hab keine Ahnung, wo wir hinfahren müssen eigentlich. Ich muss das mal gucken. Wo fahren wir denn dann lang? Oh mein Gott, okay. Ja, das war ja gar nicht mal so schlecht. Ja, komplett nach East. Nach Osten. Jetzt eigentlich nur noch geradeaus, oder? Jo. Ja, dann hast du ja eigentlich noch mal Zeit, schwimmen zu gehen. Was? Alter. Ich hab dich getötet? Hab mich nicht hochgehalten danach. Oh, es tut mir leid. Warte, ich tu dich wieder beleben. Das war nicht... Hä? Du belebst mich nicht wieder. Du hast... Was? Scheiße, hier ist ein Stein. Fuck! Moment! Wir müssen... Oh nein! Töten wollte ich dich nicht. Oh, da fahrst du gegen den Stein. Da irgendwie vorbei. Okay, wir haben es geschafft. Oh. Ich dachte, du fliegst nochmal. Jetzt heilt er sich nicht hoch, ey. Ich bin da voll erschrocken, dass du hier zusammenklappst. Ach, das ist dieses Geräusch. Alles klar. Ah, ich habe jetzt gerade das Geräusch identifiziert, wenn das Steuerrad einrastet, dass du quasi gerade fährst. Ach, das meinst du? Nee, nee, das... Nein, das war's nicht. Das ist nochmal ein anderes Geräusch, aber das kommt jetzt sehr selten. Am Anfang unserer Stream-Session war das permanent. Also nicht permanent, aber sehr häufig. Hm. Ach nee, warte mal. Du hast vielleicht Rachegefühl, ich gehe da nicht mehr hin. So, ich habe jetzt auch meine Kugel versteckt. War das so versteckt? Ich habe meine Kugel jetzt in das Fass reingetroppt. Also ich bin jetzt blank. Ich habe nichts mehr zum Werfen. Aha. Wirklich, ich schwöre. Aha. Ich schwöre bei den Kisten, die wir jetzt abgeben. Ja, ja. Schack, könnte ich theoretisch die Kisten versehentlich falsch verkaufen? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wissen muss. Nee, also die Kisten auf gar keinen Fall. Okay. So. Wir haben jetzt schon so viele Kisten abgegeben, du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass du nicht weißt, wo du die verkaufst. Nee, aber es kann ja sein, dass ich irgendwie mal so eine... Weil es gibt ja so besondere Kisten, so ganz merkwürdig und total durchgeknallte. Und die kann man auch nicht versehentlich falsch verkaufen. Nee, ich glaube nicht. Dass man sagt, wenn man sie da verkauft, dann kriegt man nur die Hälfte und bei dem kriegt man irgendwie das Dreifache. Nee, du bekommst überall das gleiche an Preisen, wenn du es überall verkaufen kannst. Okay. Also wenn du sagst, überall verkaufen kannst, kriegst du überall dieselben Preise. Ah ja. Ich verstehe. Ah, oh, du kannst die letzte Google-Kiste verkaufen. Ja, dann sind wir ja durch, ne? Jo. Aber du...
Und bei irgendwas war da noch. Ich muss mal schauen, vielleicht können wir die Vorratskiste verkaufen. Okay. Aber ich glaube, jetzt nicht sicher. Und ja, da bin ich die Kohle gegeben. Das war auch die Gummelkiste. Achso. Ja. So, oh Gott, ich weiß nicht. Ich weiß nicht auswendig, wie es war. Aber wenn du, ich glaube, alle Fraktionen auf Stufe 50 hast, dann. Nee, kann ich nicht. Dann steigst du zur Piratenlegende auf. Und dann kannst okay. du die besten normalen Beutezüge machen. Ah ja. Jo. Da bist du aber noch weit weg. Wo ist denn das Wirtshaus hier, ne? Oben auf Berg. Kommen Sie mal ins Wirtshaus. Ist das das Wirtshaus? Ja, ja echt. Da war es nicht auf dem Berg. Falsche Insel. Jo. Ich würde nämlich sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Stream-Session, man merkt schon, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, neigt sich dem Ende, weil ich würde nicht mal langsam Feierabend machen. Es war eine lange Session. Wie machst du das eigentlich? Y ist bei mir im Modrad. Ah. Ich weiß nicht, ob du das im Mod tatsächlich hast. Das weiß ich auch nicht, aber ich kann was anderes machen. Kann man auch in eine 3D, also Third Person wechseln? Nee. Außer durch die Emotes. Aber was, worauf man echt aufpassen muss, was viele Leute noch machen, die gehen auf dein Schiff und verstecken sich dann, indem sie das hier machen. Da legst du dich irgendwo hinter. Aha. Ja. Warum? Um dich dann wegzumachen heimlich. Dann verstecken sie sich wieder und in der Zeit kannst du halt nichts machen, weil du halt wieder neu spawnen musst. Ah, okay. Das sind dann so die ganz, ganz krassen. So, dann gucke ich mal, ob ich mich jetzt hier an den Tisch setzen kann. Das wäre doch ein schöner Abschluss. Was du machen könntest, wäre als schöner Abschluss. Mal. Ich sitze. Echt, das geht? Ja. Ah, ja. Ja, ich weiß, wie das du gemacht hast. Dann lass uns doch den letzten Humpen leeren und nochmal besprechen, wie die letzte Fahrt war, unser Geld zählen und planen, wie unsere nächsten Raubzüge aussehen werden, wenn wir wieder jetzt bist du dran, ich krieg's gerade nicht hin. Wenn wir wieder Sea of Thieves spielen und uns ein erneutes Mal zur See begeben. Dankeschön. Wir waren jetzt auf der großen Plündertour und das nächste Mal holen wir oder nehmen wir uns die Story vor von Black Mirror. Jack, was rede ich denn heute? Sparrow. Jack Sparrow. Mann! So, ich sag jetzt auf Wiedersehen. Es hat Spaß gemacht und vielen, vielen Dank, Robin, dass du dabei warst, mich durchgezogen hast, geduldig warst und ich befürchte, bis zum nächsten Mal habe ich wieder die Hälfte vergessen. Ja, sehr gerne, Alex. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.